Schauen wir mal, wie du dich machst. Hallo und herzlich willkommen zurück hier für die Folge Nummer 9 von Far Cry New Dawn mit mir, dem Dave. Wir haben in der letzten Folge Rush, ja, hör auf zu labern, Rush befreit und hatten, glaube ich, hier was hochgewertet so ein bisschen, weil wir so ein bisschen Öl hatten. So, er hat wieder... Du bist schon deinen Weg, Cap. Da bin ich optimistisch. Wir haben vor längerem schon mal versucht, Vorräte mit einem Güterzug hierher zu bringen. Das Ding fiel auf der Brücke auseinander. Die meisten Leute sind zu feige, um da hochzuklettern, aber da müsste noch gutes Zeug rumliegen. Okay, vielen Dank dafür. Also, ja, das ist das, was wir gerade freigeschalten haben. Also, wir haben Rush befreit gehabt und auch dieses komischen Auspass. Also, für mich ist wieder eine neue Spielsession. Muss ich sagen, wir waren, glaube ich, wo immer das war. Ich würde sagen, wir gehen jetzt. Gucken mal, ob wir zu Celine kommen. Oder Celine. Ja, wir wollen ja Celine sein, was? Wir haben den Hund dabei. So, habe ich noch gar nicht mehr. Hier, so. Wir wollen natürlich den schnellen Weg nehmen. So, dann hätte man nämlich auch zwei Spezialisten freigeschalten, dass wir Prosperity verbessern können. Wo wir ja eigentlich mit dem Kartenheinz Bean, war glaube ich sein Name, noch ein Spezialist freigeschalten hatten, dachte ich, aber das zählt anscheinend nicht. Er ist mit Rush. War dann die Spezialisten freigeschalten. Ich hab tatsächlich. Ja, heute der Hundchen neben mir? Ne, guckt aus dem Fenster. Cool. Es ist ein Far Cry, ich werde schon wieder reinkommen. Also, die letzten zwei Stunden, wo ich es gespielt habe. Ich spiele ja quasi immer so einen 2-Stunden-Tag, wie ich auch schon mehrfach erwähnt habe, einen Puma. Irgendwelche Leute. Ziegen. Sind die, glaube ich, nicht so richtig beliebt? Hier waren wir halt eigentlich überall schon. Ne, das stimmt, ich kann nicht mehr so viel andere Krimpel sein. Nein. Genau, und jetzt sind halt wieder einfach 2 Stunden Far Cry. Bisher ist auch noch nichts hochgeladen, tatsächlich. Ist noch nicht eine Folge da. Also, wenn ihr was unter diese Folgen schreibt. Ich habe noch nichts davon gelesen. Das sind einfach die LKWs. Honey, alles okay? Also verzeiht es, wenn ich nicht drauf. Also klar, ich kann immer drauf reagieren, aber. Ist noch nicht umsetzen, wenn ihr die erste Folge seht, aber was bringt euch das? Oh. Lass den Hund in Ruhe. Ja, das lief doch ganz gut. Für das erste Aufeinandertreffen mit fremden Leuten mal wieder. Haben wir da relativ zügig gelöst. Den hat er jetzt markiert. Sorry. So. Wildhundhaut. Oh, jetzt wird man die Geister. Ich vermute, es ist halt Far Cry. Es wird jetzt geführt. Ist das schon du, wenn wir nicht? 5 Minuten dauern, dann tauchen hier ein Haufen Leute auf. Es ist halt Far Cry.
Und das will ich eigentlich vermeiden, dass hier noch mehr. Zählt das als was? Nein, zählt das nichts. Also, dass hier halt einfach noch mehr auftauchen, für das eigentlich schick haben. Ich hoffe, wir finden einfach alles. Hier liegt ein Zettel. Diese Hybermen hören auch einfach nicht auf. Verteilen sich hier überall im Tal und plündern alles, was ihnen in die Finger kommt. Ich fliehe schon seit Wochen vor denen. Habe in jedem verlassenen Wrack übernachtet. Wenn sich das alles nicht entspannt, kriege ich noch einen Herzinfarkt. Ich muss raus aus diesem Tal. Ja, das geht uns ja ähnlich. So ein bisschen. Es fehlt immer noch. Hier ist es. Okay, dann zählt das hier jetzt abgeschlossen und alles ist gut. Wir nehmen uns jetzt das Support. Was Wildhunde gewesen? Naja, wir fahren mal weiter den einen, der dann noch zum Bluten war. Aufgeschissen. Ich weiß gar nicht, welche Waffen bei habe, das muss man gleich mal gucken. Habe ich noch einen Flitzebogen? Was ist eigentlich Flitzebogen? Also einen Bogen bei habe. Flitzebogen haben wir als Kinder mal gebaut und dann mit Schilfbaufeilen rumgeschossen. Grab des Inquisitors. Okay, das ist ja anscheinend das, wo wir hin müssen. Wenn ich besser wüsste, würde ich sagen, kann man mit dem Dings hoch, aber nee, kann man nicht. Mit dem Greifhaken. Okay. Aber das scheint dann ja nicht zu Sinn. Wäre gut, wenn wir hier entspannt. Oh, hier ist eine Bunkertür. Nein, noch nicht. Ich werde mich hier erstmal einmal außen umgucken. Das ist alles rosa. Hier wären wahrscheinlich die Heimermenschen mal gewesen. Hier steht ein Moped. Ist noch Dings. Wie ducke ich mich? Ah, das ist sie doch, oder? Ja, Selene. Wem erzählt sie? Gleich, liebe Selene. Bin gespannt, wie sie heißt. Ich hoffe, sie stellt sich vor. Nicht, dass ich hier 8 Folgen lang den Namen falsch ausspreche. Bis es dann irgendwer sagt, hey, Selene! Ich mich dann wundere. Und ich dann die ganze Zeit mich blamiert habe. Peinlicherweise den falschen Namen aus. Ist das ein Dings? Ja, so. Eins noch? Nein. Ha. Und? Okay, jetzt fehlt mir hier noch so ein Ding. Okay, was müsste es jetzt gewesen sein? Okay, jetzt kann man ganz entspannt zu Selene, wie auch immer sie heißen mag, gehen. Du schaffst den Sprung. Ja, wenn du dran glaubst. Nein, verdammt, schaffe ich nicht. Oh mein Gott, Alter. Ich bin in der verficktesten Klemme, die es je auf diesem Planeten gab. Ich baue diese Kräuter an. Weißt schon, Kräuter. Frag nicht, was für welche. Welche die wirken, weißt du, von der Art. Ich wandere hier so rum mit meiner Reiseapotheke und dann fällt sie mir runter. Einfach runter. Über den Rand dieses Schlaglochs oder was das ist. Da ist ein Jahresvorrat selbstgezogenes Zeug drin. Und das hat mich vor 8 Mangelerscheinungen und 4 Infektionen gerettet. Allein in den letzten 6 Monaten. Ich kann Neues anbauen, klar. Aber mal ehrlich. Nur unter uns, ja? Das Zeug da unten ist mein Lebensretter.
Ich halte es nicht aus bis zur nächsten Ernte. Ach was, bis zum nächsten Monat. Menschen sterben heutzutage an den dümmsten Sachen. Hol mir mein Zeug und ich halte dich und deine Leute am Leben. Dann kannst du durch Gewalt sterben, wie dein Gott es wollte. Aber eben nicht durch, was weiß ich, einen rostigen Nagel. Ich bin hier sowas wie die Mythbusters für Medikamente. Die Mythbusters für Medikamente. Okay. Oh, haariges Tittchen. Ich sehe keinen Weg nach oben, Schnecke. Guck mal, ob du einen anderen Weg findest. Sie mich gerade Schnecke genannt? Meine Frau lädt ein. Es gibt Schnecken. Fette Schnecken. Wenn ich jedes Mal dran denke, wenn ich das Wort Schnecke höre. Natürlich schon ein bisschen Insider-Witz. Wie kommen hier Fische rein, frage ich mich. Oh, da unten ist noch was. Schwimmen wir erstmal einmal kurz nach oben. Wow. Oh, ich habe die leise Vermutung. Es könnte knapp werden mit ihm auftauchen. Na gut. Alles und Nein gesagt. Finde. So, jetzt gucken wir erstmal, was ich am Waffen habe. Okay, ich habe mich geheilt. Dummerweise. Also, wir haben noch die MP, die Dings, die teure. Und den Bogen. Ich bin wirklich gespannt, ob ich das hier jemals hochlade. Oder ob ich es erst fertig spiele und dann hochlade. Mal gucken, wie sich das ergibt, wie ich vorankomme. Gibt ja. Ja, doch, hier kann ich es ja erzählen. Ist ja der Dienstag davor. Dienstag gibt es dann wieder 3 Let's Plays. Bei uns auf dem Kanal. Also ab Donnerstag, besser gesagt. Und wenn eins davon ausläuft, dann. Also ein Viertes ist mir dann doch zu viel. Man will ja dann schon ein bisschen was liefern. Okay. Danke, dass du mir das sagst. Ich schwimmt halt auch nicht schneller. Sprint Walle auch mit reindrücken, oder? Boah, das würde mich japanisch machen. Also nicht asiatisch. Also nicht der asiatische Staat, sondern ich würde Panik kriegen, ich hasse Schwimmen. Mit Schwimmen auf Zeit und enge Räume, ach, muss alles nicht sein. Gibt's jetzt hier in jedem Dings einen Wasserhahn? Frag mich, steigt das Wasser weiter? Ja, okay. Jetzt hier oben ist das Nichtsteigen des Wassers problematisch. Es muss steigen. Du musst mir Wasser besorgen. Sieh dich mal um. Na, gehen wir erstmal nach links. Ein Schloss oder so. Sieht nicht da aus. Was macht denn hier ein Hund? Oh. Mehrere Hunde. Hunde. Also hier muss doch irgendwo dann Ausgang sein. Ah, Schnauze. Ich hasse das Hund natürlich. Wildhund. Aber wie kommen denn hier Wildhunde her, bitteschön? Warum brennt hier auch Licht? Wer bezahlt den Strom, verfickte Scheiße? Ich hasse es, wenn das Unlogische... unlogisch ist.
Da ist Farquhar ja immer vorne mit dabei. Ich habe ja schon das nächste auf dem Plan, was ich eigentlich spielen will. Und das ist wieder wahrscheinlich ein Ubisoft-Titel. Ja, mal gucken, vielleicht. Ah, doch, eigentlich schon. Ja, mal sehen. Wir gucken mal. Erstmal spielen wir das hier fertig. Machen nicht 100.000 Pläne für die Zukunft. Hab ich damals auch mal Spiele gekauft, extra zum Spielen, und hab sie dann nie durchgespielt. Also nie gespielt für das Let's Play. Keine Panik. Alle Panik in der Gegend ist für mich reserviert. Wenn du Panik kriegst, verbrauchst du den ganzen Sauerstoff in deinem Blut. Dann ertrinkst du doppelt. Das ist Anatomie-Grundwissen. Also wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, dass das der Endbunker ist aus Far Cry 5. Kommt man hier irgendwo hin? Aber nur fake. Ich glaube ja, das ist glaube ich der Endbunker. Wie haben diese Hunde da drin überlebt? Das muss mir mal erklären. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass das jetzt hier, wenn ich das jetzt hier aufdrehe, ganz schön langer Weg wäre, um zurückzukommen. Aber es scheint fast so zu sein. Also hier geht es ja schon fast raus. Da zwitschern ja schon Vögel. Erhöhe den Wasserstand. Kommt das nur mir unsinnig vor? Eine 30 cm Stahltür? Was immer du da vorhin gezaubert hast, du musst es nochmal machen. Dreh an einem Knöpfchen oder wackel an einem Stecker oder so, um mehr Druck zu geben. Ich gucke erstmal, wo ich hier hin muss. Okay, wahrscheinlich hier rüber. Oder so. Ist das der richtige Weg? Kann ich hier rüber springen? Also ich vermute, ich muss jetzt hier rüber dann. Aber dann ist das Wasser natürlich schon sehr hoch. High Pressure Water. Öffnen. Das fließt nach da. Das will ich jetzt nicht öffnen. Okay, das schließen wir mal. So dass hier der Wasserdruck steigt. Da. Also müssen wir High Pressure öffnen. Ne, das bleibt zu. Ich sag, machen wir das hier mal noch, Papa. Also das klingt vielleicht irrational. Aber wo es Wasser gibt, gibt's auch Krokodile. Ich sag's ja nur, okay? Ich sag's ja nur. Es ist tatsächlich so. Alter, was? 75 Meter? Willst du mich vereimern? Das klingt nicht realistisch. Aber ich schwimme schon so schnell ich kann. Ich schwimme halt nicht schneller. Ja, schwimm zu! Boah, das soll einer wissen. Weil das die ganze Zeit so nicht. Oh. Farquhar. Im Suchgebiet. Ach, guck, Gewehrmunition gefunden, das ist schon mal was. Das heißt, ich muss hier irgendwas schießen wahrscheinlich. Was ist das? Wurfmesser, Pfeile und. Wurfmesser, na gut. Ein Wurfmeister hätte werfen, das ist so unrealistisch. Es tut mir leid.
Könntest du bitte laufen? Hey, du brauchst nur ein bisschen mehr Wasser. Versuch mal die Leiter da. Ja, was ist damit? Die wird mir kaum Wasser geben. Schlangen sind nicht komisch. Die sind überhaupt nicht gechillt. Pass auf, wo du da unten hintrittst. Warum sollte hier eine fucking Schlange sein? Wo soll die herkommen? Ich überlege gerade mit der Schlange, erinnert mich an Sherlock Holmes und das gepunktete Band. Ich glaube, gepunktete Band heißt die Folge. Mit dem wütenden Vater, der nicht will, dass seine Töchter heiraten. Noch einmal einer. Könnte man cool reinspringen. Aber haben wir jetzt eigentlich ihren Krempel gesammelt, der hier runtergefallen ist? Ist das die Treppe, die ich hochgekommen bin? Mit dem cholerischen Vater, wo ein Pavian und ein Gepard im Haus lebten. Okay. Das ist in England das Ende 19. Jahrhundert alles erlaubt war. Natürlich. Oder halt in Hope County. Ja, wo bist du? Hallo. Hab dich schon gesehen, lieber Puma. Hast du gar nicht so zu tun. Sektnotiz. Wir lagen im Sterben, abgestumpft, krank und am Verhungern, bis Joseph höchstpersönlich oben am Silo auftauchte. Alles, was er gesagt hatte, war eingetroffen. Und ich hatte es gewusst. Ganz tief in meinem Herzen wusste ich, dass der Vater lebt. Ich habe mehr Vertrauen in ihn denn je. Er sagt, dass wir die alte Welt hinter uns lassen müssen. Und das ist in Ordnung, weil ich diesen verdammten Ort nie wiedersehen will. Soll doch alles buchstäblich untergehen. Ich steige hinauf in ein neues Eden. Wo ist denn jetzt der dämliche Puma? Haben wir da hier schon rumrennen sehen? Schlange. Hey, hier ist doch gerade eben schon was rumgelaufen. Ist das der Endboss dann oder was? Hello again. Ich höre schon wieder eine Schlapperschlange. Ich will mich nicht beschweren, aber es hilft. Oh. Hi. Du hier und nicht in Hollywood. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht hochklettern? Verdammte Scheiße. Warum kann ich bloß hier hochklettern? Nicht mal das. Oh Leute. Die Frage ist, ist der Vielfraß gestorben, weil er hier reingesprungen ist, oder ist der Vielfraß gestorben, weil er ein Krokodil ist? Okay, ich kann hier offensichtlich nicht springen. Da ist hier meine Urängste bestätigt. Was ist mit Tieren? Hä? Bin ich eher ein bisschen unentspannt tatsächlich. Manche Leute können das ja so einfach aufs Meer rausschwimmen. Meine Frau ist da auch so, oh, ich gehe einfach schwimmen und schwimmt dann wie 200 Meter raus aufs Meer. Das könnte ich ja wieder gar nicht. Stand ich gerade auf dem Krokodil? Kann ich hier hoch? Nein. Das stört mich jetzt natürlich, dass ich weiß, dass es hier Krokodile gibt, oder eins. Was sich von Vielfraßen ernährt. Das Vielfraßkrokodil.
So, jetzt chill mal kurz. Zum Glück hat man alle Tiere hier umgelegt. Hör mal, du bist ja voll die Superheldin, was? Ein super krasses Fitness-Genie. Du schaffst das, ich glaub an dich. Wuhu! Du hast es geschafft. Hol mein Zeug, okay? Meine Reiseapotheke. Nicht vergessen, okay? Bitte hol sie. Tja, machen wir doch gleich. Kann ich hier klettern? Und wenn jetzt warten, ist das Wasser so. Ist natürlich Fake-Ladepause oder Spielverzögerung. Sagt denn eigentlich unsere Zeit? Oh. Wo ist es? Zu lange gewartet. So, uns abgelegt. Ich liebe dich, verdammt nochmal. Ich werde weiterleben. Kein Tod für mich. Kein Tod für dich. Wir können weiter durch die Landschaft stolpern. Wo ist sie? Heute wird mich keine Fleischstücke. Ah, hat sich zumindest in Schatten gestellt. Mann, das war verrückt. Ich wäre fast durchgedreht. Oh, du süßes Sahneschnittchen, sie ist zurück. Das macht das Leben so viel einfacher. Jetzt kann ich mir meine Mückenstiche aufkratzen und sich entzünden lassen, ohne 3 Wochen später tot umzufallen. Danke. Nicht kratzen. Ich hatte eigentlich vor, Leuten zu helfen, statt Wurzeln und Schrott zu sammeln, wie ein dreckiger Messi oder so. Also, hast du was dagegen, wenn ich mit dir mitkomme? Ja. Ich kann ein Labor im Garten deiner Bude einrichten oder so. Und ich kann dein Immunsystem ankurbeln und dafür sorgen, dass du dich super fühlst. So Kondition und so ein Kack. Ich baue mein Zeug einfach da auf, ja? Ja, ich gehe dann jetzt und richte mich ein und alles. Danke nochmal, Schnecke. Was ist das für ein Gespräch? Hatten wir jetzt hier irgendwie alles? Die Sachen, die Freude machen. Okay, hier landet jetzt noch. Oh. Das nehmen wir doch gleich mit. Wir können hier mal noch kurz die. Das machen wir sonst gerade. Wo ist sie? Ich würde sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich? Wo bist du? Ist der mit dem Moped hochgefahren? Ich glaube, das gibt Öl, aber ich glaube nicht. Wer schickt hier eigentlich? Das haben sie bestimmt mal erklärt, ne? Wer hier das da schickt und so. Weil macht ja eigentlich wenig Sinn. Hier in diese Einöde was hinzuschicken. So, können wir schnell reisen, einfach so. Ja, ich würde gerne schnell reisen. Ah, so. Hallo. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht umsonst. So. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge machen wir Prosperity zur Stufe 2 und suchen uns den nächsten Spezialisten. Das dürfte dann die Madame hier drüben sein. Grace Armstrong. Oder wir holen diesen Diamanten. Wir gucken mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie gesagt, für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei. Hier auf PöbelTube zu Far Cry New Dawn. Bis dann. Ciao.